Im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Landesparteitag der Grünen in Reutlingen hält sich auch der Bundesvorsitzende Cem Özdemir in seiner Heimatregion auf. Der Bundestagsabgeordnete besuchte zusammen mit der Reutlinger Grünen Landtagskandidatin Kerstin Lamparter den Fertighaushersteller Schwörerhaus in Hohenstein. Dieser punktet in den Augen der Grünen unter anderem mit der Verwendung regionaler Werkstoffe und der Verwendung selbst erzeugter regenerativer Energie. Ankunft des Bundesvorsitzenden der Grünen bei Schwörerhaus in Hohenstein-Oberstetten. Mit seinem Besuch bei dem Fertighausspezialisten, dessen Kerngeschäft der Holzfertigbau ist, will Özdemir zum einen den Wahlkampf der jungen grünen Landtagskandidatin Kerstin Lamparter unterstützen, die sich zum Ziel gesetzt hat, im stark ländlich geprägten Wahlkreis Hechingen-Münsingen die dortigen CDU-Hochburgen zu schleifen. Andererseits gilt sein Interesse einem mit Umwelt- und Nachhaltigkeitszertifikaten und Preisen ausgestatteten, international tätigen Musterunternehmen, einem innovativen Mittelständler, dem größten Arbeitgeber vor Ort. Das Ganze ist sehr nachhaltig. Es ist so im Prinzip das praktiziert, was wir Grüne immer sagen, mit grünen Ideen schwarze Zahlen schreiben. Also Arbeitsplätze schaffen, Gewerbesteuer zahlen und das Ganze noch so, dass alle dabei glücklich sind. Großes Kompliment kann ich da nur sagen. Der Kurs von Schwörerhaus wird seit 1998 von Johannes Schwörer bestimmt. Das Unternehmen setzt konsequent auf die Verarbeitung heimischer PEFC-zertifizierter Hölzer, stärkt damit den regionalen Wertschöpfungskreislauf. Für die energieeffiziente Erneuerung des Hobelwerks erhielt es 2014 den Deutschen Innovationspreis. Ein eigenes Blockheizkraftwerk verbrennt Holzverarbeitungsreste, sorgt für weniger CO2 und 8,5 Megawatt Strom. Heute gab es von hier aus indessen auch Wünsche an die Politik. Planungssicherheit, Investitionssicherheit, Gift für die Wirtschaft ist natürlich, wenn sich ständig die Richtung ändert. Das Problem haben wir leider beim Erneuerbare-Energien-Gesetz, das seit 2005, seit wir nicht mehr regieren, da halt sehr viel Zickzack am Werk ist, dass man quasi alle paar Jahre eine neue Sau durchs Dorf jagt. Ich habe ihm zugesagt, wenn wir 2017 hoffentlich auch im Bund wieder regieren, dass wir dann wieder dafür sorgen, dass die Energiewende wieder kraftvoll angepackt wird von Leuten, die was davon verstehen. Auf einen landespolitischen Erfolg im tiefschwarz gefärbten Wahlkreis Hechingen-Münsingen im März hofft auch sie, Kerstin Lamparter, Bauerstochter und Jungunternehmerin aus Gechingen. Sie sieht die konservative Alpregion im Wandel und rechnet sich wie Özdemir Chancen gegen die schwarzen Bastionen aus. Also man sieht es jetzt hier auch am Beispiel Schwörerhaus, dass grüne Ideen schwarze Zahlen schreiben können. Und da versucht man natürlich einfach Fuß zu fassen. Wir haben jetzt 5 Jahre erfolgreich grün-rot regiert mit Winfried Kretschmann und möchte das jetzt auch weitere 5 Jahre machen, einfach um die Politik des Gehörtwerdens und einfach auch einfach die Politik, die wir bis jetzt gemacht haben, dass wir die weiterführen. Und wer Winfried Kretschmann will, muss grün wählen. Morgen und am Sonntag werden Lamparter und Özdemir am Grünen Landesparteitag in Reutlingen teilnehmen. Auch dieser ist als strategiepolitisches Zeichen hinein in eine über Jahrzehnte fest schwarz gefärbte Region gedacht.